will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. 1,56 Meter pure Energie. Trude Herr röhrt ihren rockigen Hit »Ich will keine Schokolade« und bringt das Publikum auch mit ihrer körperlichen Energie zum Brodeln. In den 60er Jahren war die Kölnerin ein Star des deutschen Schlagerfilms, sagte aber immer: Dass ich Sängerin bin, das ist eine Verleumdung meiner Schallplattenfirma. Ich war Schauspielerin. Gegen die Bezeichnung Volksschauspielerin hätte sie wohl auch nichts gehabt. Eine Stimmungskanone oder Ulknudel war sie allerdings nicht. Sie hat zwar nach dem Zweiten Weltkrieg im Volkstheater Millowitz gespielt und ist auch oft im Karneval aufgetreten, doch Trude Herr blieb immer kritisch. Auch ich will nicht sagen, dass ich mit dem Straßenkarneval Probleme habe, aber so der Sitzungskarneval ist mir zu albern. 1977 eröffnete sie ihr eigenes Volkstheater im Fringsfedel und schrieb selbst die Stücke. Es war immer voll, das Publikum jubelte. 10 Jahre später musste Trude Herr ihr Theater wieder schließen. Beim Älterwerden habe ich Angst vor Krankheiten, ja. Also nicht Angst davor, sie gar nicht mehr zu haben. Ich habe sie ja schon. Sie zog auf die Fidschi-Inseln und verabschiedete sich mit einem Song, den sie gemeinsam mit Wolfgang Niedecken und Tommy Engel sang. Niemals geht man so ganz. Heute ist das Lied zu einer kölschen Hymne geworden. Im Emons Verlag ist gerade ein schöner Bildband erschienen, in dem sich Weggefährten an die unvergessene Trude erinnern. Ich will keine Schokolade war einer ihrer größten Hits und der Hit, den sie später am meisten hasste, wie sie selbst einmal gesagt hat, die Kölner Ikone Trude Herr. Heute, vor genau 30 Jahren, ist dieses Multitalent gestorben. Deshalb schauen wir jetzt zusammen mit zwei sehr bekannten Kölner Weggefährten auf die bewegte Geschichte der Schauspielerin, Sängerin und Produzentin. Ja, eine Erinnerung an eine geniale und kreative, aber auch sehr eigenwillige und anstrengende Künstlerin. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Niemals geht man so ganz ist halt eine Produktion gewesen in Deutsch. Das war so gedacht. Ich habe dann ein paar Wochen später dann den fertigen Mix davon gehört und gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Was habe ich denn da gemacht? Wir haben Hochdeutsch gesungen. Und da hat Wolfgang in der Nacht- und Nebelaktion, der ist ja manchmal sehr schnell, hat er den Text umgeschrieben und wir haben eine kölsche Version gehabt, wir beide. Ich sag nicht lebol, das Wort, das klingt wie Hohn. Völlig hohl. Macht jo. Mit diesem Lied verbindet wohl jeder Trude Herr. Geplant war es als Abschiedslied, als sie sich 1987 von der Bühne zurückzieht, um auf den Fidschi-Inseln zu leben. Wolfgang Niedecken erinnert sich vor allem an eines. Dass wir unglaublich viel gelacht haben. Also wann immer wir zusammen waren, auch in merkwürdigen Situationen, es wurde immer unmittelbar wieder gelacht. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, träumt sie schon früh von der Bühne, kämpft sich hoch und behauptet sich. Ja, weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin, sind alle Männer hin. Trude hat ja auch früher eine Verbindung zu Karneval. Aber da hatte sie auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich liebe auch meine Vaterstadt, aber ich bin nicht bereit, darüber meinen Verstand zu verlieren. Trude Herr dreht zahlreiche Filme. Damit kommt ab den 60ern der Ruhm. Die hat ja früher Filme gedreht, hör mal, wie wir morgens früh und gefrühstückt haben. Aber das war sie eigentlich nicht unbedingt. Sie hat das gemacht, ist damit bundesweit dann auch bekannt geworden. Dieses wunderbare Lied, das war ja auch um Leib geschrieben. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Also ich muss sagen, ich habe die Nummer sehr gerne gesungen. Aber nur 5 Jahre und danach konnte ich es nicht mehr hören. Die seichte Unterhaltung ist nichts für Trude Herr. Sie will mehr. Volkstheater mit zeitgemäßen Themen. In den 70ern eröffnet sie im Fringsfedel ihr eigenes Haus. Die Stücke schreibt sie selbst. Einmal so eine Mini. Also wenn man so, ne? Macht er ja unerhört Jugend. Ich meine, wenn man sich jetzt der Kopf ins Weg denkt. Sie war eigentlich sehr nett. Konnte natürlich auch anders sein, weil sie war ja auch Chefin. Sie war ja Chef und da
War sie auch sehr penibel? Die konnte auch sehr bestimmt sein. Ne? Die wusste schon, was sie wollte. Und die wollte sich vor allen Dingen nicht irgendwo anpassen. Die wollte sich nicht vereinnahmen lassen. Trude Herr macht ihr Ding, ist Perfektionistin, genügt sich selbst aber nie. Ich wollte immer eine andere sein. Und wenn Sie so wollen, was Schüchternheit. Dass ich vielleicht nie zu meiner Person gestanden habe, es kann sein. Sie war eine unruhige Person. Sie war nicht in sich, ruhte das nicht. Und sie musste auch immer irgendwie arbeiten. Sie hatte immer den Drang, zu arbeiten, zu schreiben und zu spielen auf der Bühne. Das war eigentlich ihr Ding. Die war ganz gefühlt, die war ganz spontan. Und sie hat sich selber natürlich auch hinterfragt. Dadurch war sie aber auch unglaublich sympathisch. Man konnte sich in sie reinversetzen. Also die Leute in Köln haben die Trude geliebt. Also ich kenne keinen, der die Trude nicht mochte. Ich sage, was ich meine, ja, ich ruf da dran kaputt. Schad ich mir auch selbst, ich rufe keinen in den Fort. Wenn man ein Beispiel braucht für eine typische Kölnerin, dann ist man relativ schnell an dem Beispiel Trude Herr. Ich denke oft an sie. Also nicht nur an ihrem Todestag oder an ihrem Geburtstag, sondern ich denke wirklich oft an sie. Ich denke so, was hätte sie jetzt gesagt oder so? Oder wie hätte sie jetzt reagiert? Und wenn sie noch da wäre, sie hätte mit Sicherheit was zu sagen gehabt. Natürlich hat die Trude eine Lücke hinterlassen, die nur sehr, sehr schwer zu füllen ist, wenn überhaupt. Sie ist nicht zu ersetzen. Sie ist einfach nicht zu ersetzen. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. 1991 kehrt Trude Herr von den Fidschi-Inseln zurück und geht nach Südfrankreich. Dort stirbt sie im gleichen Jahr.